das, was passiert, wann was passiert. Also das ist bei der WM schon so gewesen, wo keiner mehr mit ihm gerechnet hat, dann ist er Weltmeister geworden und so weiter. Also es zieht sich eigentlich durch seine ganze Karriere und wie er schon mal in einem Interview gesagt hat, er hat nie mehr gesagt, wo er anfangen sollte, er wird auch nie mehr sagen, wo er aufhören sollte. Und das hat er für sich selber getroffen, die Entscheidung, und die muss man akzeptieren. Obwohl es für uns natürlich auch schade ist, weil der Nick kriegt das dann auch nicht mehr mit, wie sein Onkel gut Skirennen gefahren ist, aber heutzutage kann man sich alles auf Video anschauen. Uns hat er da überhaupt nicht gefragt. Ich glaube, das war seine alleinige Entscheidung, weil angefangen hat er auch selber und wer sich denkt hat, mir hat es vorher, solange es mir Spaß macht und wenn es nicht mehr tut, dann höre ich auf. Also es war wirklich seine eigene Entscheidung. Dass dieses Gefühl weg ist, dass man nicht immer Angst haben muss, das ist ganz angenehm. Nur jetzt am Anfang wird es ein bisschen schwierig werden, es wird irgendwas fehlen, ja? Weil wir das auch schon so gewohnt waren, dass wir mit Hermann mitgefahren sind. Aber es wird jetzt ruhiger. Das ist auch ein schönes Gefühl. Haben Sie eigentlich jetzt Angst, dass der Hermann, man mit 36, aber trotzdem in einen Art Pensionsschock verfällt? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der noch einiges vorhat. Und ich glaube, dass das doch wieder ein paar gefährliche Sachen sind, was er macht, wie ich ihn kenne. Wie oft hat bei euch heute schon das Telefon geläutet? Na, ich glaube sicher 100 Mal, wenn nicht öfter sogar. Es geht um den ganzen Tag, also seit Mittag halt. Und wir kommen vom Telefon auch nicht mehr weg. Es ist ein Wahnsinn einfach jetzt. Dann vielen herzlichen Dank, dass Sie für uns noch kurz Zeit gehabt haben. Alles Gute. Dankeschön. Danke. Hermann Mayer wird wohl auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere omnipräsent bleiben. Nicht nur diese großartige Statue, sondern auch durch ein eigenes Museum, das nach ihm benannt ist. Und eine Hermann-Mayer-Straße gibt es hier in Flacher auch schon. Und das alles mit nur 36 Jahren. Eine wahrhaft lebende Legende ist er heute zurückgetreten. Danke, Martin Ferdini, direkt aus dem Schneetreiben. Und ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Das ist unser ORF-Sportmoderator Rainer Pariesek. Hallo. Rainer, warum kommt dieser Rücktritt gerade jetzt? Jetzt hat ja Hermann Mayer gesagt, es geht ihm gesundheitlich eigentlich sehr gut. Es geht ihm richtig gut. Und außerdem steht ja die neue Weltcup-Saison vor der Tür. In Kürze steht Sölden am Programm. Ja, der Hermann war und ist, wie man heute gemerkt hat, immer für Überraschungen gut. Und ich glaube, es spielt wirklich das eine ganz große Rolle, was er heute in der Pressekonferenz gesagt hat. Andere Sportler hören auf, weil sie nicht mehr hundertprozentig fit sind, weil es da und dort schon ein bisschen zwickt. Er hört jetzt auf, weil er sich erstmals seit vielen Jahren wieder so richtig gesund fühlt und schmerzfrei fühlt. Er hat gesagt, er kann endlich wieder Tennis spielen, er kann sogar bergab laufen, das Knie hält, sein Fuß tut ihm nicht weh. Und ich glaube, er hat jetzt schon wirklich sehr an seine Gesundheit gedacht und hat gesagt, das könnte er natürlich wieder aufs Spiel setzen, sollte er noch weiterfahren, wenn dann wieder was passiert. Und das, glaube ich, war wirklich schlussendlich der Ausschlag, dass er jetzt aufhört. Hermann Mayer ist ein Ausnahmesportler. Ich glaube, er ist schon jetzt ein Mythos. Was macht ihn zum Mythos? Ich glaube, da spielen viele Sachen mit. Natürlich einmal seine Karriere. Er war ja ein Spätberufener. Er hat noch als Maurer angefangen und kam dann wirklich so in eine Karriereleiter rauf, vom Maurer zum internationalen Sportstar, zur Legende. Das ist er ja mittlerweile schon geworden auch. Dann natürlich, dass er auch immer wieder zurückgekommen ist. Die Leute haben ihn, ich weiß nicht wie oft, abgeschrieben und er hat es immer wieder geschafft. Es hat angefangen in Nagano und nach seinem Jahrhundertsturz 1998 bei den Olympischen Spielen hat er 3 Tage später Gold im Super-G gewonnen und ein bisschen später auch noch im Riesenslalom. Dann natürlich sein schwerer Motorradunfall im Jahr 2001. Da war gar nicht sicher, ob er das Bein behalten kann und auch da kam er wieder zurück. Gewann noch einmal den Gesamtweltcup, ist noch einmal Weltmeister geworden. Dann gab es jetzt zuletzt 2 Saisonen ohne Sieg. Da haben alle schon gesagt, nein, der gewinnt nie mehr wieder. Und letzte Saison plötzlich der Super-G-Sieg in Lake Louise. Also er ist immer wieder zurückgekommen und dadurch alleine schon ist er zur Legende, zum Mythos geworden. Wie hat Hermann Mayer, was glaubst du persönlich, den österreichischen Skisport verändert? Sehr, sehr gewaltig. Denn er kam gerade in eine Zeit hinein, als am Materialsektor sich sehr viel getan hat. Es kamen die Carving-Ski. Mit diesen Carving-Ski hat man irrsinnig enge Radien fahren können, wenn man da genug Schmalz gehabt hat, also genug Muskeln gehabt hat im Oberschenkel. Und er hat vor allem die Trainingslehre revolutioniert. Er war der Erste, der angefangen hat, stundenlang am Ergometer zu sitzen. Mittlerweile machen das alle. Und dadurch hat er ganz einfach wirklich ihn massivst verändert, den Skisport. Jetzt fragen sich sicher viele, wie ist der Hermann eigentlich privat? Jetzt hast du ihn jahrelang als Sportreporter, als Sportmoderator begleitet, hast viele, viele Interviews mit ihm geführt. Wie ist er denn so, der Hermann? Vielschichtig. Aber, na, er ist auf jeden Fall ein wirklich großer Sportler und er hat sehr viel Charisma. Und
Es ist wirklich interessant, das Ganze mitverfolgt zu haben, denn es begann, am Anfang hat er noch geredet, so richtig mit dem Skilehrer-Schmäh, er war ein Traum für jeden Interviewer, weil er immer wieder witzige Sachen gesagt hat. Dann kam so eine Phase, wo er vielleicht nicht immer gewonnen hat, dann war es mitunter schon ein bisschen schwieriger, dann war es schon eine Herausforderung für den Interviewer. Dann kam natürlich dieser Unfall und dieser Unfall hat ihn schon auch sehr verändert, auch menschlich. Also er ist sicherlich viel demütiger gegenüber sehr vielen Sachen geworden. Was glaubst du, was macht er jetzt? Bleibt er beim ÖSV, wird er wieder Maurer oder kommt er zum ORF? Also ich glaube, Maurer wird er nicht mehr machen, außer er baut sich selber irgendwo ein Haus und wieder ein bisschen selbst Hand anlegen. Nein, ich glaube, er wird wirklich jetzt einmal eine Auszeit nehmen, wird einmal sein Leben genießen. ÖSV ist sicherlich ein Thema. Also wenn er zum ORF kommen sollte, wollte, er ist jederzeit herzlich willkommen. Wir nehmen ihn mit offenen Armen auf. Danke, Rainer Pariasek. Ja, und der Rücktritt von Hermann Mayer ist heute natürlich auch im Sport ein ganz großes Thema, und zwar gleich im Anschluss der Zeit im Bild.